Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch vor ein paar Monaten was gezeigt, was ich mir gekauft habe, weil ich mir ein paar Maschinen gekauft habe. Gekauft. Hier wird nur Geld ausgegeben. Verdammte Scheiße. Vor ein paar Monaten habe ich euch hier dieses Zeug vorgestellt. Das ist ein Kühlschmierstoff, wenn ihr mehr mit Metall arbeitet. Das bedeutet, wenn ihr viel bohrt, wenn ihr vielleicht eine kleine Fräsmaschine habt, wenn ihr vielleicht eine Drehmaschine habt und vielleicht HSS Stähle benutzt, da ist es schon oftmals ein Vorteil, wenn man die halt eben kühlt. Und genau dafür ist dieses Zeug halt eben gedacht. Ich habe es euch damals schon mal vorgestellt. Jetzt habe ich ein paar Monate später immer noch Kühlmittel in den Maschinen drin. Ich werde euch zeigen, wie ich mein Mischungsverhältnis tatsächlich anpasse. Eine super professionelle Variante. Und genau, ob das halt eben was für dich ist, soll heute so ein kleines Fazitvideo sein und so ein paar Erfahrungen, die ich halt eben mit diesem Kühlschmierstoff gesammelt habe. Also generell, wenn man es so ganz, ganz korrekt macht, wenn man bohrt, braucht man Kühlschmierstoff. Wenn man fräst, braucht man Kühlschmierstoff. Seit dem letzten Video ist hier eine neue Maschine hingekommen. Hier steht jetzt eine andere Drehbank. Und auch wenn man dreht, braucht man oftmals Kühlschmierstoff. Oftmals, aber nicht immer. Fast hätte ich eine Maschine vergessen. Das ist nämlich auch tatsächlich der eigentliche Grund, warum ich Nachschub gekauft habe. Nämlich für meine Kaltkreissäge. Die brauchst du mich mit am meisten, weil damit schneide ich am meisten. Und da wird halt eben die Standzeit der Sägeblätter ein gutes Stück verlängert. Also vor ein paar Monaten habe ich euch das hier gezeigt und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig zufrieden. Ich habe auch jetzt so ein bisschen die Erfahrung gesammelt oder ich kann es euch auch gleich in der Maschine zeigen, wie es halt eben aussieht, wenn das Zeug kippen kann und wie es halt eben vielleicht noch davor aussieht. Denn generell mit Kühlschmierstoffen ist es so, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man damit sehr, sehr viel arbeitet, so war es da, wo ich in der Ausbildung war, da haben die in der Industrie ganz, ganz viel Input immer gegeben, weil solche Schmierstoffe können, wenn die kippen, wenn da zu viel Fremdmaterial reinkommt und halt eben dieses Material umkippt oder kippt, dann kann das auf lange Sicht, wenn man extrem viel mitarbeitet, auch tatsächlich Allergien hervorrufen. Die Haut wird dann ganz kaputt und deswegen sollte man da so ein bisschen drauf achten. So wie ich hier in der Werkstatt arbeite, komme ich tatsächlich fast gar nicht mit dem Material in Kontakt. Und deswegen ist das erstmal nicht so ein großes Problem. Also, wir gehen jetzt mal in die Horizontalfräse. Da sieht man nämlich, wie das Material aussieht, wie die Flüssigkeit aussieht, wenn es ein bisschen länger steht. Also hier seht ihr jetzt mal das Becken von meiner Horizontalfräse. Und das alles, was ihr hier oben halt eben seht, ist verursacht worden, weil viel, viel Öl halt natürlich an meiner Horizontalfräse dran ist. Da schaue ich auch wirklich, dass ich dieses Zeug hier nicht so wirklich mit den Fingern berühre. Man sieht auch schon, das ist ziemlich braun. Ich habe jetzt kein Messzeug da, um halt eben zu schauen, wie tatsächlich die Qualität davon ist. Aber hier ist auch mal so ein bisschen das goldene Maß. Wie viel benutzt man das? Wie viel kommt man damit in Kontakt? Kann man das noch benutzen? Sollte man es noch benutzen? So sieht es aus, wenn man das Zeug, wie gesagt, sehr, sehr lange drin stehen lässt. Und wenn halt sehr, sehr viele Fremdkörper drin sind, das können unter anderem, gut, in dem Fall ist es ein Kabelbinder, oder wenn halt sehr, sehr viele Späne drin sind. Ich sag mal, das hier ist für mich auf jeden Fall noch okay. Die wird nämlich nicht so oft benutzt. Tatsächlich ist es nämlich bei meiner Horizontalfräse so, ich benutze sie nicht so ganz oft. Und wenn ich jetzt mittlerweile mal was fräsen muss, dann ist es eine kleinere Arbeit, wie zum Beispiel ein kleines Längsloch, wo ich dann sowieso den Fräser hier eingespannt habe. Und wenn ich dann nur Aluminium fräse oder jetzt gerade habe ich Messing gefräst, bei Messing braucht man sowieso keine Schmierung, bei Aluminium, wenn das nicht so viel ist, dann kann man das auch mal ohne Kühlschmierstoff machen. Und wenn ich wirklich viel Metall bearbeite, dann mache ich natürlich die Kühlung an, wenn ich hier noch das Gegenlager drin habe und mit einem Walzenstirnfräser halt eben das Ganze bearbeite. Da benutze ich auf jeden Fall die Kühlung. Das ist aber wie gesagt nicht ganz so oft. Das bedeutet, ich komme nicht so oft in Kontakt direkt mit den Fingern an der Fräsmaschine mit dem Zeug. Deswegen ist das für mich persönlich okay. Beim Bohren sollte man eigentlich ja auch immer kühlen. Aber ich persönlich habe jetzt einfach so in der Praxis gemerkt, es ist auch okay, wenn man ein paar Löcher ohne Kühlung bohrt. Wenn ich wirklich größere Löcher bohre, auch in dickeren Material, das meiste, was ich bohre, das ist dann nur 5er Flachstahl, da ist es okay, wenn man mit einem langsamen Vorschub auch das Ganze ohne Kühlung bohrt. Wenn man viel, viel bohrt, da benutze ich auch hier eine Kühlung. Aber wenn ich jetzt einfach mal 3-6er Löcher bohre, dann benutze ich da auch keine Kühlung. Aber was ihr da auf jeden Fall haben solltet, wenn ihr halt eben mal vielleicht was Größeres bohrt und wenn ihr vielleicht sowas hier benutzt, da würde ich auch auf jeden Fall eine Kühlung benutzen. Da solltet ihr auf jeden Fall euch folgende Quetschflasche besorgen. Ganz witzig, wenn ihr euch hier die Quetschflasche auch holt, da kann man den Stab rein und rausschieben. Ich fand es tatsächlich ein bisschen angenehmer, wenn der Stab ein bisschen weiter ausgeschoben ist, weil da kann man an der Drehbank auch ganz gut ein bisschen Kühlmittel aufbringen. Und ihr seht ja, hier hat sich das Ganze auch ähnlich verfärbt, wobei hier halt eben keine Fremdstoffe reinkommen, weil das Ganze in einer geschlossenen Flasche drin ist. Riecht nicht ganz so gut, auch wahrscheinlich das hier ist nicht mehr so optimal, was halt eben
die Stabilität von diesem Kühlschmierstoff angeht. Aber auch dafür ist es noch vollkommen okay, was ich halt eben mache. Jetzt ist es aber so, ich habe eine Maschine, wo ich wirklich ziemlich viel Kühlschmierstoff brauche, weil viel Kühlschmierstoff an den Teilen kleben bleibt oder hängen bleibt. Speziell bei Vierkantrohren läuft dann auch viel Kühlschmierstoff durch das Rohr raus. Und diese Maschine ist die Kaltkreissäge. Was ist für mich ein Merkmal, wann ich nochmal Kühlschmierstoff nachpacken muss? Ganz einfach, wenn sich hier leicht Rostflecken bilden, dann ist es für mich höchste Zeit, dass ich nochmal genügend Kühlschmierstoff auch in die Mischung reingebe. Jetzt hatte ich leider die ganze Zeit keine mehr, jetzt ist das hier mehr Rost, als es mir lieb ist und deswegen werden wir hier jetzt wieder ein bisschen nachpacken. Tatsächlich kippe ich hier auch immer relativ oft neues Wasser nach, lasse das Ganze dann umwälzen, weil hier, wie gesagt, viel Flüssigkeit an den späteren Teilen halt eben haften bleibt und deswegen verbraucht die halt auch einfach ein bisschen Kühlschmierstoff. Wir schauen jetzt einfach mal hier unten rein, wie es aussieht. Und das ist mal ganz abgefahren. Auch hier nochmal der Hinweis, das sind alles alte Maschinen. Da ist überall Unmengen an Öl dran. Und hier sind auch immer ganz, ganz viele Späne drin. Da ist teilweise Fett, da ist teilweise Öl am Material. Und verursachen halt eben einfach so ein bisschen, dass hier die Kühlschmiermischung halt eben auch einfach kippen kann. Ihr seht, da ist jetzt relativ wenig drin. Das bedeutet, wir werden jetzt eine kleine Mischung machen. Ich gehe da immer so ein bisschen frei Schnauze vor. Jetzt fülle ich das Ganze gut mit Wasser wieder auf. Und jetzt kann ich hier, boah, das riecht aber abends im Schwimmbad. Jetzt kann ich hier Wasser nachfüllen. Da kommt noch ein bisschen Kühlschmierstoff rein. Ich lasse das Ganze jetzt auch an der Maschine laufen, damit sich das alles wieder im Kreislauf vermischen kann. Das Wichtige an diesem Zeug ist halt eben einfach, dass dieses Wasser mit dem Kühlschmierstoff, was sie halt eben sich jetzt ablagert, das verursacht keinen Rost, wenn da genug Kühlschmierstoff drin ist. Ihr seht, der Rost, der jetzt eben war, der ist schon größtenteils wieder weggerieben. Wenn man jetzt dreimal wieder was geschnitten hat, dann wird eher das Metallprofil den überstehenden Rost, der jetzt hier ist, ein bisschen wegschaben. Das heißt, alles überhaupt kein Problem. Die Maschine ist sowieso schon 40 Jahre alt. Das wird wohl nicht das erste Mal gewesen sein, wo das hier passiert ist. Ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden mit dem Zeug. Ihr findet den passenden Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Tut euch selbst einen Gefallen und holt euch direkt so eine Quetschflasche dazu. Damit könnt ihr halt eben, wenn ihr halt eben an der Bohrmaschine größere Löcher bohrt, dann direkt entsprechend ein bisschen Kühlschmierstoff auf euer Werkstück halt eben aufgeben. Hier aber noch eine Kleinigkeit. An der Drehmaschine benutze ich tatsächlich mittlerweile nicht so oft Kühlschmierstoff, weil es auch einfach daran liegt, dass ich derzeit an der neuen Drehbank noch nicht so richtig viel gedreht habe. Also noch nicht so wirklich einen halben Zentimeter Span abgenommen habe. Da habe ich bis dato eigentlich immer nur solche Schlichtvorgänge gemacht. Das bedeutet, da war die Hitzeentwicklung nicht ganz so groß. Kühlung ist natürlich immer besser. Aber wenn ich dann zum Beispiel mal was innen gedreht habe, dann habe ich auch manchmal einfach ein bisschen Öl genommen. Also so ist es nicht. Bei der Kaltkreissäge ist Öl nicht so schön, weil die ganzen Stellen nicht mehr so gut verschweißt werden können, weil das Öl nur schwierig sich lösen lässt. Und deswegen ist das so meine Wahl. Bei der Kaltkreissäge Kühlschmierstoff, bei der Drehbank eigentlich auch Kühlschmierstoff, aber je nachdem, was ich halt eben mache, benutze ich da auch einfach manchmal ein bisschen Öl. Weil im letzten Video auch einige geschrieben haben, dass die halt eben für ihre Arbeiten dann auch meistens einfach Öl nehmen. Das soll es für heute gewesen sein. Tut dir selbst was Gutes oder deiner Maschine, wenn du halt eben mehr mit Metall machst. Und genau, eine kleine Flasche reicht am Anfang auch auf jeden Fall, aber weil jetzt in Zukunft sowieso einfach immer mehr Maschinen dazukommen werden, auf lange Sicht gesehen, da lohnt sich so eine größere Kanne bei mir halt einfach ein bisschen mehr. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos, das soll es für heute gewesen sein und bis zum nächsten Video sage ich Tschüss.